guten Tag und hallo und herzlich willkommen hier bei diesem Spieltagsanalyse. Heute waren wir in Rostock. Und was haben wir in Rostock gemacht? Endlich 3 Punkte geholt. Jawohl. Bisschen mit Kotzen, aber das geht. Ja, der Tag ist ganz nett gewesen. Wir waren mit 2096 Fans heute in Rostock. Und ich habe mir das natürlich bei Sky im Fernsehen angeguckt. Ich bin heute nicht mit nach Rostock hochgefahren. Das Spiel an sich war erstmal ganz in Ordnung. Die erste Halbzeit war überwiegend 96 aktiv. Das freut einen ja schon mal. Und ja, die erste Chance hatten wir dann auch gleich. Und haben auch das 1:0 gemacht. Ja, und war ja natürlich schön, was das ein Tor war. So, der Neumann, das Tor war ein Wahnsinnstor. Der Torwart hat auf eine Flanke spekuliert und Neumann hat halt einfach hinten reingelegt. Er war zu weit vorne, der Torwart, hat die Flanke erwartet und unser hat halt einfach mal geguckt, wie weit der Ball fliegt, wenn er dann einfach mal wie so ein Dropkick macht. Ja, er ist hinten reingefallen, also haben wir ein schönes 1:0 gehabt. So, das haben wir dann auch ja in der ersten Halbzeit dann auch gut verteidigt. Rostock hatte eigentlich nicht viel zu sagen und auch nicht viel zu melden, weil das Thema war mit dem Tor eh schon durch. Dann Halbzeit. Was wir in der zweiten Halbzeit wieder mal das Problem hatten, ist, dass wir einfach mal wieder nichts gemacht haben. Uns in meinen Augen ein bisschen zu passiv verhalten haben. Wir hätten locker auf das 2:0 gehen können. Das hätte uns noch mehr gebracht. Das hätte uns auch deutlich mehr Ruhe ins Spiel bringen können. Haben wir aber leider nicht gemacht. Das haben wir verpasst. Und was wir verpasst haben, hat halt eben Rostock gemacht und Rostock hat es dann einfach ganz einfach gut gemacht und hat dann den 1:1 Ausgleich gemacht. Ja, und dann war das Spiel irgendwie so ein bisschen Richtung Rostock gekippt. Wir haben dann irgendwie in meinen Augen auch nicht mehr so ganz so aktiv gespielt. Haben wieder dieses Problem gehabt, dass wir nicht wussten, was wir machen, mit wem was. Und vor allem, was machen wir eigentlich mit Flanken oder mit Bällen im 16er? Das konnte man nicht mehr zuordnen. Wir hatten zwar noch Chancen, aber die Chancen in meinen Augen waren halt eben da, aber wir haben sie nicht genutzt. Ja, ich habe mich dann schon so eine Viertelstunde vor Spielende habe ich mich schon eher darauf eingestellt, das wird definitiv wieder ein Unentschieden. 3 Punkte aus 3 Spielen. Jawohl, so fängt ein eher weniger beliebter Start in die Bundesliga an. Nein, aber dann haben wir doch tatsächlich kurz vor Schluss in der 87. Minute noch einen Elfmeter zugesprochen bekommen. Weil es am Ende doch tatsächlich Hand war von Rostock, indem man nämlich nachweisen konnte, dass der Rostocker den Ball mit der Faust weggekickt hat oder weggeschlagen hat, sodass Rostock dann den Ball bekommen hat, statt unser Spieler 96. Und das hat dann der VAR sich überprüfen lassen, hat dann den Schiedsrichter rausgeschickt und der hat das gleich gesehen. Der hat das gleich gemeint. Ja, und da haben wir dann halt in der 87. Minute einen Elfmeter bekommen und natürlich haben wir ihn reingemacht. Jawohl. Ja, und jetzt haben wir einen 2:1 Auswärtssieg in Rostock geholt. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ich habe zwar ein 2:1 getippt, aber ich habe halt eben auch getippt oder damit gerechnet, dass Rostock eben auch, weil sie so spielstark sind, weil sie zu Hause eben die Mannschaft
weil die Fans die Mannschaft dermaßen pushen, dass die auch locker in der in der 96. Minute oder sowas kann auch locker noch ein Ball reinfallen oder so. Das kann locker passieren, ist aber zum Glück nicht. Wir haben es dann in einer 9-minütigen Nachspielzeit tatsächlich über die Runden gekriegt. Wir hätten tatsächlich noch auf ein Tor, auf ein 3:1 hinspielen können, haben aber dann am Ende irgendwie auch keinen Bock mehr gehabt. Das war ja dann am Ende auch scheißegal. 2:1 Auswärtssieg, 3 wichtige Punkte. Jetzt sind wir auf Tabellenplatz 4. Jetzt gucke ich mir an, was Hamburg macht. Ich bin gleich auswärts im Biergarten. Da gucke ich mir an, was Hamburg gegen Hertha BSC Berlin macht um 20.30 Uhr. Und ja. Und dann haben wir nächste Woche Samstagabend 20.30 Uhr das Topspiel in der zweiten Liga. Hannover zu Hause gegen Hamburg. Wir sind mit 50.000 Fans komplett ausverkauft. Ich würde mal so sagen, locker mal so 8.000 bis 10.000 Hamburg-Fans werden wohl da sein. Und ja, also komplett ausverkauft. Nächste Woche Samstag 20.30 Uhr das Heimspiel gegen Hamburg. Mal gucken, was das dann wird. Jetzt haben wir erstmal 3 Punkte geholt, das ist wichtig. Damit ist unser Start in die neue Saison nicht komplett ins Wasser gefallen mit den Unentschieden. Ja, man kann es halt eben nicht ändern. Wir haben uns sozusagen die Scheiße, die wir selbst fabriziert haben gegen Sandhausen im Pokal, haben wir uns dann heute damit wieder vom Pulli gestriffen. Und das war ja der Sinn dahinter. Ja, und ansonsten weiß ich nicht, irgendwie 3 Punkte und jetzt gucken wir mal. Platz 4 sagt ja nach dem dritten Spieltag noch nichts aus, aber im Grunde genommen ist das schon mal keine schlechte Idee mit 5 Punkten dazustehen. Nach der Hinrunde würde ich mich natürlich freuen, wenn wir dann im Dezember da auch noch stehen würden. Noch mehr würde ich mich natürlich freuen, wenn wir dann am Ende der Saison auch noch da stehen würden. Aber wie gesagt, das ist noch lang hin. Und da brauchen wir auch heute noch nicht drüber reden. Wir haben jetzt gerade mal den dritten Spieltag und das sollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Jetzt 3 wichtige Punkte geholt. Wichtig ist es, nächstes Wochenende dann gegen Hamburg 3 Punkte zu holen. Dann haben wir dann stehen wir noch mal besser da. Und das gibt dann Selbstvertrauen natürlich auch für die Mannschaft. Die Wechsel heute bei Stefan Leitl, ja, taktisch klug vielleicht ein bisschen gemacht. Und ansonsten brauchen wir da heute noch nicht mehr drüber reden. Das ist alles fertig. Wir haben die 3 Punkte und das reicht es. Und dann gucken wir mal, wie die Woche ist, Trainingseinheiten, gucken wir mal, was im Verein dann läuft, wie sind die Spieler, wie fit sind sie jetzt und so weiter und so fort. Und dann hoffen wir mal einfach am Samstag, dass wir es rausholen. Dass wir ein schönes, geiles Abendspiel haben. Mit geiler Stimmung. Gibt es dann natürlich bis zum nächsten Video auch wieder eine Spieltagsanalyse. Dann wahrscheinlich wieder vor Ort. Ist klar, ich bin bei Heimspielen immer im Stadion. Und dann gucken wir mal weiter. Okay, meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen spannenden Samstagabend. Eine entspannte Woche. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wenn es irgendwas Wichtiges zwischendurch gibt, werdet ihr es bei Instagram, Twitter oder YouTube-Beitrag oder ähnliches mitkriegen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne abonnieren, die Klingel betätigen
dann habt ihr auch alle Benachrichtigungen von mir, wenn ich was hochlade. Finde ich immer toll. Und ja, ansonsten einen entspannten Abend. Ciao, ciao. Bis dahin.